Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Rückkehr zur geheimnisvollen Insel. Hier ist Sabine die Cat. Und wie wir sehen, hier kommen wir nicht weiter. Hier ist eine Absperrung. Die Kiste ist zugeschraubt. Und zu hoch oben. Das heißt, wir haben ja einen sehr cleveren Affen. Und wir haben einen Schraubenzieher. Das heißt, wir geben dem Affen den Schraubenzieher. Und schicken den Affen da hoch. So, jetzt leuchten auf der linken Seite die roten Lämpchen. Die sollen alle grün sein und hier verbunden, dass hier ein Durchgang entsteht. Jetzt fange ich auf der Seite an mit dem zweiten, mit dem ersten von oben, Entschuldigung. Hier drücke ich zweimal. Dann gehe ich auf die obere Leiste. Zum zweiten von links, da drückt man dreimal. Und jetzt geht es die Reihe hier weiter. Den dritten Knopf drückt man einmal. Den vierten Knopf drückt man dreimal. Und den fünften Knopf einmal. Jetzt gehen wir wieder zu der anderen Leiste. Da gehen wir zu dem zweiten hier. Den klickt man einmal. Den mittleren auch einmal. Den vorletzten zweimal. Und den letzten einmal. Und dann können wir wieder in Ruhe vorbeigehen. In die andere Höhle können wir ja leider nicht, weil der Affe die Strickleiter runtergeworfen hat. Das war der falsche Weg. Und ich gehe nochmal vor zu dem Sumpfgebiet unter Anführungszeichen und nehme einen Ton mit. Den Ton braucht man später unten in der Höhle. Jetzt gehe ich zurück zum Wasser, zum See. Und da haben wir ja den Tunnel gegraben. Besser gesagt, den Tunneleingang freigelegt. Und da können wir jetzt zurückgehen. Da steht schon dafür mit der Keule. Unseren Affen können wir nicht hinschicken, weil der eine Keule hat. Aber wir haben ja einen lecker Kuchen gebacken und den können wir ihm höchstpersönlich überreichen. Ha! Vollgefressen schläft er hier. Und wir gehen runter. Wir gehen gleich ganz runter zu Nautilus. Und ich lege mir das Gewehr zurecht, wenn ich es finde. Da ist es. Das werden wir gleich brauchen, wenn wir bei der Nautilus angekommen sind. Ich kann von hier aus nicht schießen. Auf dem Deck steht ein Roboter Wache. Ich muss den richtigen Moment anpassen und schnell raufklettern. So, wo ist er denn? Da hinten ist er. Wenn der jetzt vorbeikommt, dann hirschen wir schnell auf. Sogar da steht Nautilus oben. Und jetzt jagen wir ihm von hinten eine Kugel rein. Uff. Erwischt. Okay. Muss ich nochmal umschauen. Aber wir haben jetzt alles erledigt. Kein Roboter mehr da. Und jetzt brauchen wir den Schlüssel, den wir gefertigt haben mit den Kristallen. Den reparierten Schlüssel. Und dann können wir hier aufsperren. So, jetzt haben wir da oben stehen 4106. Bei jedem Spiel steht hier ein anderer Code und wir müssen da jetzt praktisch die Zahl 1860, wo die Nautilus gegründet wurde, dazufügen. Und das ergibt in unserem Fall jetzt, wenn ich mich nicht verrechnet habe, wir brauchen die 5, 9, 6, 6, gut, nicht verrechnet. Also wir müssen da jedes Mal 1860 dazu addieren zu der oberen Zahl. Und dann geht die Luke auf. Und schaut ein bisschen aus wie im Knast. Wir können hier wieder vor, zurück. Also zurück könnte man schon noch. Und hier tut sich eine Lücke auf. Und da vorne ist der Hebel. Jetzt wenn wir unseren Affen, dem Schraubenzieher, wegnehmen. Und ihn versuchen so durchzuschicken. Komm zurück, Jeb. Er könnte zu dem Hebel klettern oder springen.
Wenn er sich bloß nicht an dem rostigen Metall verletzt, wie kann ich ihm nur helfen? Und jetzt kommt der Häkel an dem ganzen Spiel. Wir packen den Affen auf eine Schwebedüse. Und damit kann man hinschicken. Voll futuristisch, oder? Okay, dann ist der Weg frei für uns. So, die Schwebedüse brauchen wir. Die erste packen wir gleich mal hier unter die Tür. Eine gute Idee, aber das reicht noch nicht. Wir brauchen noch eine zweite. Und dann gehen wir einen Schritt zurück zu der Eisentraverse. Und die können wir noch vorschieben. Dann können wir zu der Tür hier hingehen. Offenbar fehlen einige Teile des Mechanismus. So, das schaut jetzt etwas chaotisch aus, ist aber im Prinzip ganz leicht. Wir müssen das Symbol N für den Nautilus hier nacharbeiten. Und dann passt es auch. Man sieht das hier sehr schön, das N. Was wohl da unten ist? Ich würde gerne springen, aber es sieht sehr tief aus. Soll ich es versuchen? Nein, wir springen da jetzt nicht runter. Sondern ich zeige euch auch noch den zweiten Weg. Es genügt im Prinzip, wenn man eine der beiden Türen aufmacht. Es gibt oben eine, unten eine. Hier sieht die Sache dann schon anders aus. Und zwar soll in der oberen Leiste 1860 wieder stehen. Die Zahl verfolgt uns ja durch das ganze Spiel, ist auch hier nochmal eingezeichnet. Und unten sollen die Buchstaben stehen, die in der Nautilus vorhanden sind, im Wort Nautilus. Und zwar fangen wir einfach an mit der Nummer 1. Und dann müssen wir schauen, welcher Buchstabe im Wort Nautilus enthalten ist. In diesem Falle ist es das T. Dann brauchen wir die 8. Wieder einmal durchschauen. Das L. Die Nummer 6. Das T wieder. Und die 0. Und der letzte Buchstabe ist das I. Roboter, er wird mich umbringen. Sind Sie das, Kapitän Nemo? Er hält mich für den Kapitän. Das muss ich ausnutzen. Ja, ja, ich bin es. Ich hoffe, Ihr Ausflug war angenehm, Kapitän. Natürlich war das. Ich freue mich, Sie wiederzusehen, Kapitän. Sie waren mehr als 50 Jahre fort. Der Zustand Ihres Schiffes hat in dieser Zeit ein wenig gelitten. Glaubst du, dass es seetüchtig ist? Nein, Kapitän. Denn erstens ist durch einen Erdstoß der Zugang zur Höhle, in der wir festgemacht haben, zum Teil blockiert. Zweitens sind die Steuerkabel durchgerostet. Und drittens wird die gesamte verfügbare Energie dazu verwendet, den Schild, der ihre Insel schützt, in Betrieb zu halten. Ich möchte, dass du den Schild deaktivierst. Bei allem Respekt, dieser Befehl widerspricht Ihren früheren Befehlen. Ich kann nur gehorchen, wenn Sie beweisen, dass Sie der Kapitän sind. Wie denn? Meine Identifikationssensoren sind beschädigt. Daher mache ich, was Sie für diesen Fall vorgegeben haben,
und stelle Ihnen einige Fragen. Beantworten Sie sie richtig, beweist das, dass Sie Kapitän Nemo sind. So, das werden wir sich später antun. Wie Sie wünschen, Kapitän. Aber ich kann Ihnen nur gehorchen, wenn Sie den Test bestehen. Ja, das machen wir dann gleich. So, gehen wir erst einmal rein in die gute Stube. Dann kann man sich hier mal umschauen. Hier gibt es verschiedene Sachen zu sehen. Momentan können wir mit keinem interagieren. Was wir machen können, ist einmal hier das wegräumen. Und dann sehen wir hier schon verschiedene Perlen liegen. Und auch Zähne. Und der Haifisch, der hat Zähne. Nur hier fehlt eine. Da liegen noch mehr Perlen. Weiße, grüne, blaugrüne und graue. Und die Perle, die wir suchen, liegt hier unterm Sofa. Und das heißt, die können wir jetzt hier herlegen. So, das war es jetzt mal im Großen und Ganzen. Ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir mal eine kurze Pause. Bedanke mich vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, ich würde mich sehr, sehr freuen über ein Like. Vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke anzuschalten. Mehr davon gibt es beim nächsten Mal. Tschüss!